Ja, schön, dass du wieder da bist zum Podcast Power On, dein Mindset für die Jugendhilfe. Und heute haben wir ein spannendes Thema. Heute geht es darum, wie du dich selbst motivieren kannst. Denn wir reden immer darüber, wie kann man Jugendliche motivieren, was kann man tun mit den Jugendlichen, damit die Antrieb haben. Aber was ist denn eigentlich mit uns? Ja, also für uns ist es ja auch nicht immer einfach und ja, wir sollen aber immer motiviert sein und immer Antrieb haben und immer voller Power sein. Und das ist, ja, natürlich nicht immer einfach. Und deswegen reden wir heute in dieser Podcast-Folge darum, was kannst du für dich tun, damit du, ja, Power hast und Energie hast und dich selbst motivieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, ich habe es schon im Intro gesagt. Für uns ist es einfach auch oft schwierig, uns selbst zu motivieren oder motiviert zu bleiben. Am Anfang sind wir ja super motiviert, wenn wir vom Studium kommen. Ja, wir wollen die ganze Welt verändern und wir haben so viel gelernt und das wollen wir jetzt auch anwenden. Und wir sind davon überzeugt, wir können das und wir gehen in die Arbeit und sind total motiviert. Und mit den Jahren lässt das so ein bisschen nach und verblasst so ein bisschen und ja, bei vielen geht es auch in Richtung Burnout nach längeren Jahren, weil unsere Arbeit, ich glaube, das ist uns am Anfang nicht ganz so klar, dass wir wenig Rückmeldung bekommen oder wenig Bestätigung bekommen, wenig Wertschätzung bekommen. Ich habe darüber schon mal einen Podcast gemacht über Wertschätzung, weil natürlich die Jugendlichen, die sehen das noch nicht so, dass sie uns irgendwie Wertschätzung geben für die Arbeit. Das ist eher das Gegenteil. Ja, die rebellieren, die wollen das nicht, die kämpfen dagegen an. Also da kann man natürlich nichts Positives erwarten. Manchmal schon, aber ganz oft, vor allem am Anfang erstmal nicht. Die Eltern sind natürlich auch nicht begeistert, wenn die Jugendlichen von zu Hause wegkommen. Und ja, und die Chefs vergessen es oft und zwischen Kollegen ist dann auch manchmal Zwist und ja, manchmal vergisst man es auch, den Kollegen Wertschätzung zu geben. Und manchmal habe ich erlebt, ist es auch einfach ein Kampf, ja, zwischen den Teammitgliedern, dass da wirklich um Aufmerksamkeit gekämpft wird, wer ist der Bessere. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil wir alle natürlich unser Bestes tun und das Beste wollen für die Jugendlichen und wir gerne motiviert sein wollen und bleiben wollen, aber es ist halt auch oft schwierig, wenn so wenig Wertschätzung zurückkommt. Und wir sehen halt auch unsere Erfolge meist nicht. Also wenn wir in der Jugendphase mit Jugendlichen arbeiten, dann kann man die Erfolge ja erstmal noch nicht so wirklich sehen. Klar, man hat mit dem 18. Geburtstag so einen Cut, wo die dann ja oft in die Selbstständigkeit gehen. Manchmal ist es auch noch ein bisschen länger als 18 und dann kann man schon so sehen, in welche Richtung geht es. Aber ganz viele Dinge, die wir heute tun, wird man erst Jahre später sehen. Vielleicht erinnert sich der Jugendliche erst mit 25 an etwas, was du ihm mit 15 gesagt hast, in einer Situation, die man jetzt noch nicht vorhersehen kann. Und dann hast du doch einen Erfolg erzielt und du kriegst es aber gar nicht mit. Weil wenn der Jugendliche 25 ist, dann, ja, man mit manchen hat man sogar noch Kontakt, aber mit ganz vielen natürlich nicht mehr. Und dann, ja, wie gesagt, kriegst du deine Erfolge gar nicht mit und du tust und tust und machst und erreichst ganz viel, aber du siehst es eben jetzt noch nicht und du siehst es auch morgen nicht und auch nicht in der Woche, sondern, ja, das sieht man oder würde man erst viel, viel später sehen. Und da ist natürlich dann keiner mehr da, der sagt, hey, damals hast du das und das gemacht und das hat jetzt das und das bewirkt. Das kann man einfach dann nicht mehr so nachvollziehen. Und es ist ja auch die Frage, was ist überhaupt Erfolg? Woran siehst du überhaupt, dass deine Arbeit erfolgreich war oder nicht erfolgreich war? Also wir haben da wenig Barometer, um das ja zu messen. Ist natürlich anders, wenn du in einer Fabrik arbeitest, dann weißt du, du hast am Arbeitsende, wenn der Tag zu Ende ist, so,
nach deinen 8 Stunden hast du, was weiß ich, 1000 Stück irgendwas geschafft. Das ist bei uns ja nicht so. Manchmal führen wir ganz, ganz tolle Gespräche, mit denen wir super tolle Arbeit leisten. Aber, ja, wie gesagt, man sieht noch nicht, ob das fruchtet, ob das den Jugendlichen weiterbringt. Das merkt er erst, aber ja, oft erst sehr viel später. Das heißt, es liegt meistens an uns oder ganz viel liegt an uns, dass wir es schaffen, uns zu motivieren, auch wenn wir den Erfolg nicht sofort sehen, dass wir weiter am Ball bleiben, dass wir motiviert bleiben und weitermachen und das auch voller Power, weil der Punkt kommt, glaube ich, bei jedem, wo sich denkt, hat das überhaupt Sinn, was ich hier mache? Ja, macht das überhaupt einen Unterschied? Ist das überhaupt sinnvoll? Und ja, das ist ja der Hauptgrund für Motivation. Ja, also der Hauptpunkt ist wirklich, und das sagt dir jeder Persönlichkeitstrainer, jeder Motivationscoach sagt dir, du musst dein Warum kennen. Und am Anfang kennen wir unser Warum. Ja, wir wollen den Jugendlichen helfen, wir wollen die Welt verändern, wir wollen was verbessern. Und ja, bei vielen kommt dann eben so nach der Zeit der Punkt, wo man sich denkt, hat das überhaupt einen Sinn? Hat mein Warum überhaupt einen Sinn? Und ja, hat es. Also dein Warum hat einen Sinn. Weil natürlich hilft es den Jugendlichen weiter. Natürlich hilft es ihnen, wenn jemand da ist und sie begleitet. Also du musst gar keine Wunder vollbringen und du musst nicht alle ihre Probleme lösen. Es genügt oft schon, wenn die Jugendlichen jemanden an der Seite hat, der sie begleitet, der sie durch diese Zeit begleitet. Und für Jugendliche in der Jugendhilfe ist es ja noch schwieriger, diese Zeit, wenn man keinen Familienrückhalt hat, wenn man angewiesen ist auf Menschen, die nicht zur Familie gehören, ja, die einem näher sind als die eigene Familie. Und man hat eh schon mit diesen ganzen Jugendproblemen zu kämpfen und dann auch nicht mal die Familie im Rücken. Für die ist es natürlich oft noch schwieriger. Und wenn sie dann jemanden an der Seite haben, auch wenn sie sich an dir reiben und auch wenn sie gegen dich rebellieren, das ist nun mal in der Jugendphase so, dass rebelliert werden muss. Und wenn keine Väter oder Mütter vielleicht da sind, dann bist das vielleicht du als Sozialpädagoge oder Erzieher. Und das ist natürlich sehr nervenaufreibend und das ist natürlich ja nur verständlich, wenn da dann mal die Frage aufkommt, macht das überhaupt Sinn? Also das ist wirklich so das A und O, sich zu motivieren, ja, wenn du dein Warum kennst. Also ich mach das, warum machst du diese Arbeit? Was hat die Arbeit für einen Sinn? Warum hast du mit dieser Arbeit angefangen? Ich weiß mal, ich habe angefangen, mit diesen Jugendlichen zu arbeiten, weil ich diese Power so toll fand. Diese haben ja die Jugendlichen, gerade die Systemsprenger, haben ja so eine Energie, mit der sie rebellieren und mit der sie gegen das System gehen und gegen uns gehen. Und ich dachte immer, boah, wenn man diese Energie in die richtigen Bahnen lenken kann, so dass es für die Jugendlichen positiv ist, dann könnten die alles erreichen, weil diese Power haben sie, diese Energie haben sie. Und ja, das war so mein Warum. Und bestimmt hast du auch ein Warum. Es gibt ein Warum, warum du mit dieser Arbeit angefangen hast. Ich denke, jeder, der anfängt in der sozialen Arbeit und gerade der mit Jugendlichen arbeitet, hat ein Warum. Der macht das nicht, um Geld zu verdienen, sonst hättest du was anderes studiert. Ja, dann hättest du irgendwie BWL studiert oder ich weiß auch nicht, irgendwas, wo man mehr Geld bekommt. Also wenn du schon mal soziale Arbeit studiert hast oder die Erzieherausbildung gemacht hast oder irgendwas in der Art, dann hast du das ja nicht gemacht, damit du Geld verdienst, sondern was du auf jeden Fall tun solltest und auf jeden Fall mehr, das will ich damit gar nicht abstreiten. Aber du hast es vermutlich gemacht aus einem moralischen Grund oder weil es für dich irgendein Warum gibt. Genau, und das ist eben so ja, der Hauptmotivationsgrund. Also erinnere dich wieder daran, warum hast du damit angefangen, mit dieser Arbeit? Warum, ja, hast du damit begonnen? Und sich das immer wieder vor Augen zu rufen, auch in so Phasen, ja, wo man denkt, macht das alles Sinn?
Soll ich es vielleicht lassen, soll ich was anderes machen, sich dann wieder vor Augen zu rufen? Ach ja, deswegen mache ich diese Arbeit und deswegen mache ich sie auch weiter. Was auch ganz wichtig ist in unserer Arbeit, ist auch mal Pausen zu machen. Also wir powern oft durch und das, ja, wir gehen von, ja, der eine Bezugsjugendliche geht und es kommt der nächste und wir wollen natürlich viel erreichen, wir wollen machen, wir wollen tun. Aber ich glaube, dass viele, und da zähle ich mich auch dazu, dass wir einfach zu wenig Pausen machen, uns wirklich mal die Pause nehmen und ja, nichts machen, das mit Pädagogik zu tun hat, nichts machen, das mit Jugendlichen zu tun hat, sondern einfach so eine Auszeit, wo man sich Zeit für sich nimmt, wo man über sich nachdenkt, wo man über die Ziele nachdenkt, wo auch dieses Warum wieder vor Augen kommt, warum will ich das eigentlich machen? Und wo man einfach komplett abschaltet und nicht nur so eine Woche Urlaub, sondern ja, wirklich auch mal einen Monat oder zwei oder drei. Bei vielen geht es ja, dass man auch unbezahlten Urlaub nimmt, vielleicht ein paar Monate und sich wirklich mal um sich kümmert und wirklich mal sich eine Auszeit nimmt, wo man nicht denkt, oh, in einer Woche muss ich ja wieder in die Arbeit oder in einer Woche geht's wieder los und jetzt habe ich ja nur die Woche, sondern wirklich mal eine längere Zeit am Stück, ja, wo der Kopf auch wirklich wieder klarer wird, wo man auch wirklich wieder Motivation und Kraft sammeln kann. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und das sollten ArbeitgeberInnen Mitarbeitern auch unbedingt, ja, gönnen, zur Verfügung stellen und sie darin unterstützen. Und dann ist es halt auch so, dass es ja diese schöne, tolle Komfortzone gibt. Die gibt's, ja, überall in unserem Leben, in unserem Privatleben, aber natürlich auch in der Arbeit, ja, dass es da eine Zone gibt, in der man sich ganz besonders wohl fühlt, ja, wo man alles kennt, wo man jeden Schritt kennt, jeden Arbeitsschritt, wo man ganz genau weiß, was muss ich da tun. Und das ist natürlich auch toll, ja, das macht uns ja professionell, damit wir irgendwann wissen, ah ja, okay, hier, der Prozess läuft so und so ab, Jugendliche kommt, ich mach das, Jugendliche geht, ich mach das. Oder der Jugendliche hat das und das Problem, ja, also da reagiere ich so und so darauf. Das ist natürlich toll, ja, dass wir das wissen, aber da schleicht sich dann natürlich auch manchmal so ein Motivationstief ein, irgendwann, wenn wir immer das Gleiche machen und aus dieser Komfortzone nicht rausgehen, ja, weil der Spaß oder dieser Flow kommt, wenn wir immer wieder was dazulernen, wenn wir immer wieder mal aus dieser Komfortzone rausgehen, in eine Zone, wo wir noch nicht wissen, was passiert. Man nennt sie Angstzone. Die, die den Podcast verfolgen, kennen die, weil ich schon öfter darüber gesprochen habe. Und ja, wenn man durch diese Zone durchgeht, dann kommt man in die Zone, wo man sich Kompetenzen aneignet und danach in die Zone, wo man seine Komfortzone erweitert hat, natürlich. Aber dieses immer wieder aus der Komfortzone rausgehen, sich in Sachen begeben, wo man nicht genau weiß, was passiert, das ist einfach super wichtig, um eben nicht in so einem Motivationstief zu fallen, sag ich jetzt mal. Und das ist in der Sozialarbeit ja aber relativ einfach, weil man kann ja so viele Sachen machen, die man noch nicht gemacht hat. Ja, du kannst einfach ein neues Projekt planen mit den Jugendlichen, wo du vielleicht auch noch nicht so genau weißt, wie macht man das, wie geht das. Oder du besuchst mit den Jugendlichen einen Ort. Vielleicht hast du Jugendliche, die delinquent sind, dann besuch doch mal das Gefängnis mit den Kids. Oder ja, irgendwie was machen, was nicht so normal ist. Also wo auch du aus der Komfortzone gehen musst und ja, die dann erweiterst. Also das ist auch sowas, ja, wir wollen uns ja auch entwickeln, wir wollen auch weitergehen und wenn wir immer in dieser gleichen Arbeit bleiben, wenn wir uns da ausruhen, also ich erzähle das auch immer aus Erfahrung, ja, weil ich auch natürlich Kollegen oder Kolleginnen hatte, die sich dann irgendwann darauf ausgeruht haben oder die dann einfach ganz viel im Büro gesessen sind, aber das
Ja, ist etwas, was ein bisschen Motivation nimmt. Also wenn man diese Kollegen dann auch vergleicht, es gibt die, die gehen immer an die Front. Da ist ein Konflikt, hin. Da ist was los, hin. Wie kann ich das lösen? Und dann gibt's die, die sich eher zurückhalten, im Büro bleiben, ja, dann so die Schreibarbeit machen. Und ja, die gerne an die Front gehen, das sieht man ihnen schon an, dass die einfach viel motivierter sind. Ja, weil dann natürlich auch immer was anderes passiert, ja. Die Schreibarbeit bleibt immer die gleiche, ja. Es ändern sich nur die Namen und die Geburtstage. Aber ja, so Konflikte lösen ist natürlich auch etwas, was sich zum Teil auch wiederholt. Aber natürlich dadurch, dass es immer andere Jugendliche sind, kommt auch immer wieder, ja, was Neues in Schwung. Aber durch auch mal Projekte machen, wie gesagt, Sachen, die du selber noch nicht gemacht hast, das, ja, bringt einen in den Flow und motiviert einen. Ja, und eins noch, was ich auch ganz lange nicht kapiert habe und was auch sehr motivierend sein kann, ist, wenn man die Arbeit mit den Jugendlichen als eine Art Bootcamp für die persönliche Weiterentwicklung sieht. Ja, also, wenn du dir nicht denkst, oh, jetzt der Jugendliche schon wieder so ein Jugendlicher und man regt sich dann auf über den Jugendlichen, oh, was macht der da jetzt schon wieder und das kostet auch nur Nerven, sondern wenn man guckt, hey, die Jugendlichen haben so ein Talent da drin, Triggerpunkte anzutriggern, deine Knöpfe zu drücken. Und man kann das so sehr verwenden, um sich selbst persönlich weiterzuentwickeln. Wir alle entwickeln uns ja ständig persönlich weiter oder sollten es tun. Ja, jeder hat bestimmt immer irgendein Thema, an dem er persönlich arbeiten kann oder sollte oder die er auflösen sollte, weil natürlich wir alle nicht die perfekte Kindheit hatten, die gibt es, glaube ich, einfach nicht. Oder die perfekte Jugend und das perfekte Leben. Es passiert jedem immer irgendwas, so ist halt das Leben. Und da gibt es natürlich immer irgendwelche Themen, die hängen bleiben oder die man anschauen sollte oder die, ja, die einfach Aufmerksamkeit brauchen. Und manchmal sieht man die selber nicht. Und mit den Jugendlichen haben wir einfach so eine Chance, weil die Knöpfe drücken und zwar gnadenlos. Und was wir dann eigentlich nur noch machen müssten, ist da hinschauen und zu gucken, hey, was steckt denn da dahinter? Was ist denn das für ein Thema, was ich da für mich noch nicht aufgelöst hat? Also gerade wenn man irgendwie ja wütend auf Jugendliche ist oder wenn sich Situationen immer wiederholen, wo man selber wütend wird oder mit denen man nicht klarkommt, dann ist das wirklich was, wo man hinschauen sollte. Und das macht wirklich Spaß mit der Zeit, dass man ja eben nicht sauer wird oder dann Energie verliert oder denkt, oh, scheiß Arbeit oder so, sondern dass man sagt, hey, spannend, was ist denn da jetzt wieder dahinter? Was ist denn das jetzt, was mich wieder antriggert? Was will denn da wieder gesehen werden? Und das ist aber ja alleine oft ziemlich schwierig, also genau, alleine, wenn man nicht mit Jugendlichen arbeitet, aber manchmal ist es auch schwierig, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, dass man das selber einfach nicht sieht. Oder ich zum Beispiel das ganz lange auch gar nicht wusste. Und ja, ich erst mit der Zeit so drauf gekommen bin, nachdem ich auch Sachen gelesen habe, mir Sachen angeschaut habe, angehört habe, so dachte, hey, ja, also wir spiegeln ja immer andere Personen und die spiegeln uns. Aber mit den Jugendlichen ist es nochmal eine Stufe höher, nochmal ein bisschen krasser, weil die einfach so schonungslos mit einem oft umgehen. Ja, natürlich kann auch ein Chef Sachen antriggern und dein Partner kann oder deine Partnerin kann Sachen in dir antriggern, wo du sagen kannst, hey, okay, was ist denn da los? Aber im Normalfall machen die das auf eine andere Art und Weise, nicht so schonungslos, sondern ein bisschen versteckter. Aber Jugendliche, gerade die in der Jugendhilfe, so habe ich das zumindest wahrgenommen, haben da wirklich eine Fähigkeit, ja, wirklich diese Triggerpunkte aufzuspüren und diese Knöpfe zu drücken und dir zu zeigen, hey, dieses Thema ist jetzt dran, kümmere dich da mal drum.
Und wenn du da aber nicht hinschaust, dann wird die Arbeit für dich super anstrengend und du wirst sie sicher nicht lange machen, weil die immer wieder angetriggert werden. Da können die Jugendlichen sich ändern, dann triggert das der nächste Jugendliche an. Aber wenn du da hinschaust, wenn du das auflöst, dann wirst du sehen, du wirst auch plötzlich andere Jugendliche anziehen. Es wird andere Jugendliche geben, über die durch oder andere Themen geben, andere Situationen geben. Es wird sich irgendwie was verändern. Es wird sich nicht ständig wieder alles wiederholen. Und das ist, ja, das macht Spaß. Und das, ja, kann ich auch nur jedem empfehlen. Und manchmal geht's aber nicht alleine. Deswegen mache ich ja auch die Coachings, weil manchmal steckt man da so drin in der eigenen Biografie, im eigenen Leben und hat nicht den klaren Blick von oben und kann die Themen einfach gar nicht sehen oder sieht die Zusammenhänge einfach nicht. Und das ist manchmal gut, wenn man mit jemandem, wenn man sich von jemandem coachen lässt, der einfach nichts mit der Arbeit zu tun hat, also der nicht Chef ist oder Kollegin, weil man da eben auch andere Interessen hat und der einfach ja vielleicht auch nicht im Privatleben involviert ist, sondern jemand, der wirklich komplett von außen kommt und gar nichts mit einem zu tun hat, der hat meistens einen ziemlich klaren Blick von außen und sieht dann oft die Zusammenhänge und ja, und kann sie dann mit einem zusammen auflösen. Und das ist eben auch etwas, was wirklich motiviert. Wenn du ein Thema aufgelöst hast, dann verändert sich auch plötzlich was in der Arbeit und dann kommen andere Sachen und es macht einfach wieder mehr Spaß. Also wenn du so ein bisschen auch die Motivation verloren hast oder gerade in so einem Tief bist und denkst, oh, ich weiß auch nicht, ob mir die Arbeit noch Spaß macht, dann ja, überleg dir auch ruhig mal, ob du vielleicht mal ein Coaching machst. Und natürlich ist Supervision auch immer gut, aber manchmal ist es einfach auch gut, wenn jemand kommt, so komplett von außen und total unabhängig ist. Und ja, wie gesagt, das kann ich dir nur empfehlen. Für ein persönlich ist das wirklich, ja, wie ein Bootcamp, ein wahnsinniger Kick in der Persönlichkeitsentwicklung. Also mit jedem Coach, mit dem ich gesprochen habe, hat mich dasselbe auch immer ein Stückchen weitergebracht. Und ja, wie gesagt, es macht dann wieder mehr Spaß, man ist motivierter. Genau, und damit bin ich eigentlich schon am Ende. Also ich kann noch mal kurz wiederholen, über was wir gesprochen haben. Ich habe noch mal gesagt, warum das so schwierig ist, gerade in unserer Arbeit motiviert zu bleiben, aber dass wir uns selber motivieren müssen, weil von außen oft wenig Motivation kommt. Da will ich auch nicht sagen, dass es immer so ist. Es gibt tolle Chefs und Chefinnen, es gibt tolle Kollegen und Kolleginnen, die einem viel Wertschätzung geben, aber oft ist das auch nicht der Fall. Und da müssen wir es selber tun. Genau, dann habe ich gesagt, du musst dein Warum kennen und erinnere dich immer wieder dran und das wird dich motivieren. Ja, erweitere deine Komfortzone, mach mal was anderes, mach was komplett anderes und mach auch mal Pausen, geh mal raus aus der Arbeit und ja, guck dir mal deine persönliche Entwicklung an. Ja, was kannst du für dich tun? Welche Themen werden vielleicht immer angetriggert in der Arbeit? Vielleicht liegt es auch daran, dass du da einfach ja mal irgendwie ein Tief hast und keine Lust hast und das gibt dir dann auch wieder so einen Aufschwung. Genau. Also wie gesagt, das sind alles auch Sachen, die ich auch selber erlebt habe, ja, also das sind keine Sachen aus den Büchern, wo ich sage, sondern ja, ich selbst habe ganz viel gelesen, auch über Persönlichkeitsentwicklung. Da finde ich auch den Christian Bischoff ganz toll. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der macht auch einen tollen Podcast, wenn du da mal reinhören magst. Und genau, und die werden dir auch alle sagen, du musst dein Warum kennen. Und genau, das mit der Komfortzone habe ich auch schon öfter gesagt. Also das habe ich auch selber gemerkt. Jedes Mal, wenn du da rausgehst und irgendwas machst, was du noch nicht kannst, was neu ist, ist das einfach wahnsinnig motivierend und man fühlt sich einfach viel besser und freier und motivierter.
Und natürlich die Pausen, das ist auch was, was mir persönlich ziemlich schwer fällt, gerade wenn ich was mache, was ich gerne mache, dann mache ich auch wenig Pausen, aber das ist auch was, wo man unbedingt darauf achten sollte. Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte dich damit ein bisschen motivieren und du kannst dich mit dieser Podcast-Folge jetzt selber wieder motivieren und gehst wieder mit mehr Elan und Energie in die Arbeit. Und vielleicht hast du auch ganz andere Tipps. Vielleicht motivierst du dich ganz anders und sagst, hey, das hast du aber vergessen. Dann komm doch in die Facebook-Gruppe Mindset für die Jugendhilfe und ja, teile das mit uns, teile es uns mit. Und das wäre ja wirklich schön, wenn wir uns da sehen würden.